So, hallöchen, meine lieben Leute. Wir werden heute mal wieder in eine Rank Climb Challenge reinstarten. Und zwar habe ich mir dafür heute was ganz Besonderes überlegt. Wir werden heute nicht mit dem Tier Element Stack anfangen, mit dem ich sonst in den letzten paar Videos versucht habe, im Rank zu climben. Nein, wir sind heute auf Gold 5 wieder runter. Also einfach nur, weil ich jetzt, ich glaube, 2 Wochen ungefähr, plus minus ein paar Tage, plus minus ein paar Zerquetschen nicht gespielt habe. Ich war im Urlaub. Und da ich jetzt wieder relativ low bin im Rank, werde ich jetzt erstmal mein Lieblingsdeck nutzen, nämlich das White Mare Deck, sprich das König der Totenkopfdiener Deck. Und zwar werden wir das so lange im Rank nutzen, bis ich damit verliere. Also, ich werde 3 Duelle spielen insgesamt heute. Wenn ich das erste Deck verliere, dann switche ich danach zu Tier Elements. Ansonsten, wenn ich das zweite Duell damit verliere, switche ich zum Tier Elements Deck. Mit anderen Worten, wir werden so lange mit dem White Mare Deck spielen, in einem Best of 3, also 3-Duell-Format, ja, bis ich damit verliere. Danach werde ich zu meinem richtigen, aktuellen Meta-Deck quasi switchen. Ich bin ein bisschen rusty, wie bereits gesagt, ich war im Urlaub, ich bin jetzt wieder zurück aus dem Urlaub, ich habe in der Zeit absolut gar nicht Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ich habe hier auch gerade irgendwie 30.000 Pop-Ups gehabt für irgendwelche neuen Sachen, irgendwie ein neues Event, noch irgendein anderes neues Event, dieses Synchro-Event, das Event hier, keine Ahnung, neue Karten im Shop, neue Accessoires im Shop, schlag mich tot, hast du nicht gesehen, und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Wie bereits gesagt, für die von euch, die die Regeln noch nicht kennen, Best-of-Three-Format, sprich wir werden 3 Duelle machen, 3 Duelle bestreiten. Wenn ich mehr als die Hälfte der Duelle, sprich wenn ich mindestens 2 Duelle gewinne, dann gewinne ich quasi meine für mich an mich persönlich gestellte Challenge, nämlich die Rank Climb Challenge. Ich versuche natürlich im Rank zu climben. Ansonsten habe ich die Challenge verloren. Es ist natürlich nicht schlimm, wenn ich die Challenge verliere. Es ist auch nicht super weltbewegend, wenn ich sie jetzt gewinne, logischerweise. Aber das ist immer so die kleine Challenge, die ich mir immer stelle in diesen Videos. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ich muss, glaube ich, nur kurz mein Deck auswählen. Aber zuerst dürft ihr mit mir zusammen diese wunderschöne Animation genießen, an die ich mich mittlerweile auch schon gewöhnt habe. Ich weiß nicht, warum die im Spiel ist, aber hier ist sie. Standard. Season 18 has begun. Danke dafür, Konami. Ach stimmt, ich hatte in meinem letzten Video, ich muss anscheinend noch ein paar Karten rausgeben aus meiner Deckliste. Das werde ich gleich kurz off-camera machen, schätze ich mal. Ich hatte uns auch in meinem letzten oder vorletzten Video mal gefragt, ob ich das Spiel auf Englisch oder Deutsch weiterspielen soll. Ich habe kein Feedback dazu gekriegt. Ich werde es einfach mal auf Englisch weiterspielen, einfach nur, weil ich das zum einen sonst jetzt umstellen müsste und zum anderen, weil ich es in der Regel immer auf Englisch spiele. Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Ich muss kurz Decks adjusten und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Wir sehen uns gleich wieder. So, auf geht's. Ich muss gleich noch 3 Karten in mein Tier-Element-Deck nachrüsten, weil ein paar Karten anscheinend auf der Bannliste gelandet sind. Außerdem muss ich auch daran denken, gleich ein paar von den Karten am besten zu zerstören, damit ich auch wirklich die... für die von euch, die es nicht wissen, also kurze Randnotiz. Wenn Karten auf der Bannliste landen und ihr habt zum Beispiel 3 Copies dieser Karte und jetzt aber nur noch die Karte auf 1 limitiert, dann dürft ihr 2 in Zahlen 2 dieser Karten, die ihr vorher hattet, glaube ich, soweit ich weiß, quasi zerstören und bekommt die vollständigen Crafting-Punkte wieder zurück. Das ist mega praktisch, mega gut. Immer dran denken und das immer machen. Ja, also wenn eine von euren Karten auf der Bannliste landet, dann, denkt dran, macht das. Lasst euch da nicht abzocken vom Spiel, sag ich mal. Aber gut, wir werden jetzt mit dem White Mare Deck starten, übrigens gesagt. Ich würde sagen, wir starten mal rein Duell 1 und, ihr dürft uns lieben gerne, wenn euch mir Content gefällt natürlich, nur dann, ja, dann dürft ihr natürlich lieben gerne nicht nur in Duell 1 mit mir reinstarten, sondern auch lieben gerne in ein Abo meines Kanals reinstarten, falls ihr Lust drauf habt, ja. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, gar kein Ding, oder wenn ihr es eh schon gemacht habt, dann supidupi, ja, freut mich sehr. Aber wenn euch mir Content gefällt, lasst mir lieben gerne ein Abo da, dann bekommt ihr in Zukunft auch mehr von meinem Content vorgeschlagen und angezeigt und so weiter und so fort. Besonders wenn ihr aufs kleine Glöckchen klickt, dann gibt euch YouTube immer schön Benachrichtigungen, wenn neue Uploads kommen, zum Beispiel von Yu-Gi-Oh! Master Duel, da hat uns auch sowas wie Deckguide zum Beispiel hoch. Zu diesem Deck habe ich, glaube ich, noch keinen Deckguide, zumindest nicht in der Version, wie ich das Deck jetzt gerade hier spiele. Das ist eine ganz akzeptable, es geht, ja, ich habe schon bessere Starthände gesehen, aber es geht klar. Ich glaube, für dieses Deck habe ich jetzt keinen Deckguide. Zu meinem Tier-Elements Deck habe ich theoretisch schon einen. Da oben verlinke ich den vielleicht jetzt gerade an der Stelle. Der spielt auf jeden Fall schon mal nicht Tier-Elements, was mich schon mal sehr erfreut. Kann er das irgendwie loopen? Das ist nämlich kein Monster-Turn. Ich glaube, er will dringend Thunder-Dragons ziehen mit dem Deck. Und wenn ich ihm das ist hier negate, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz gutes Negate-Target hier. Ich habe zu meinem Tier-Elements-Deck, was ich ja gleich wahrscheinlich auch spielen werde. Ich vermute mal, wir werden dieses Jahr schon verlieren, weil ich glaube, das ist ein relativ starkes Meta. Natürlich hat er direkt zwei von. Natürlich hat er beide Copies davon gezogen. Ja, natürlich hat er 2 Copies davon gezogen. Warum sollte er auch nur einen Thunder Dragon ziehen, wenn man direkt 2 ziehen kann? Worauf wollte ich jetzt hier hinaus? Das ist die Frage, die sich mir gerade stellt. Uni-Zombie. Hui. Ja, hör mal, das ist aber eine Karte auf jeden Fall. Das ist definitiv eine Karte. Will er seine Karten im Graveyard haben oder nicht? Das ist die Frage. Ich wäre ansonsten geneigt, hier einfach den Uni-Zombie auszuspielen und dann einfach mit Card Destruction nachzuladen quasi. Und ihm seinen letzten... Ich glaube, das ist actually der Move. Wir machen das mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein schlechter Move ist, das zu machen. So richtig zumindest. Kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ja, ich schätze mal, mein Tier Elements Deck wird sowieso so halb outdated sein, weil einige der Karten jetzt... Also auf der Band ist es, glaube ich, keine, bis auf Cyberstein. Was eh nur so eine Meme-Edition-Karte war quasi. Interessant, lieber Freund. Wie wäre es denn, wenn ich dir jetzt mal...
die Empfehlung gebe, einfach mal kurz deine ganze Hand abzuwerfen und deinen letzten Thunder Dragon auch mal in den Graveyard wandern zu lassen. Wie findest du das denn? Ich persönlich wäre ein großer Fan davon. Hier mal kurz. Oh, ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Ich glaube, das ist eventuell Leafle. Hallöchen, können wir hier Leafle sammeln? Das sieht aber lecker aus, aber. Das ist ja eine leckere, leckere Hand, die ich hier gerade gezogen habe. Zuerst muss ich jetzt White Baking dumpen. Das ist schon mal definitiv der erste. Ah, das könnte ein Fehler gewesen sein. Wenn er mir das negate, habe ich eventuell ein Problem. Er negate es nicht. Das ist ein riesiger, riesiger Fehler. Seitens meines Gegners. Glaube ich. Das Ding ist, wenn ich gleich meine Lady in White irgendwie aufs Feld kriege, eigentlich fast schon egal wie. Und einen König der Totenkopfdiener natürlich. Dann habe ich hier ziemlich gute Karten. White Prince. Boah, ich bin so rusty, ich hätte gerade fast auf den König hier geklickt, anstatt auf White Mare. White Mare ist definitiv die Karte, die man hier ziehen möchte. Wir werfen den Prince ab. Sobald halt meine Lady hier auf dem Feld ist, kann er mir zumindest mit seiner Backrow aktiv nichts mehr anhaben. Kann damit wahrscheinlich noch Special Summon, was natürlich das andere Problemchen ist. Und dagegen kann ich natürlich leider nicht so viel tun. Monster Reborn, das ist so eine interessante Karte hier gerade in der Hand. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwie, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1300, das ist noch nicht ganz Leafle. Ne, ich muss hier den Extension Play machen quasi. Oder den normalen Play, sag ich mal einfach. Der normale Play ist hier, folgendes. Ich muss kurz nachdenken, bevor ich hier Murks mache. Wir banischen diese drei Freunde hier. Das ist, wie man das normalerweise spielt. Mit diesem Deck, das ist ganz normal. Dann kommt ein König Simsalabim aus meinem Deck. Hallöchen, da ist der König der Totengebiener. Freut mich, ihre Bekanntschaft machen zu dürfen und so. Jetzt knall ich meine Lady in White aufs Feld, und zwar aus der Banish-Zone. Genau. So. Oh, ja, ich weiß, wie ich auf Leafle komme. Ich weiß ganz genau, wie ich auf Leafle komme. Und solange mein King gleich nicht stirbt durch irgendeinen lustigen Effekt von ihm, komme ich hier mit... Ja, das wird leider nicht funktionieren, mein Freund. Boah, das ist natürlich jetzt belastend für dich, ne? Also für mich nicht, aber für dich schon. Das sieht mir irgendwie noch ein Win aus gerade, ich weiß nicht. Boah, jetzt muss ich überlegen, pushe ich hier für den Win oder nicht? Ich kann jetzt für den Win pushen oder halt nicht. Ich muss für den Win pushen, glaube ich. Weil ich glaube, das Thunder Dragon Deck ist relativ stark. Ich glaube, on the Crackback hat er mich sonst. Ja, dann Thunder Dragons will ich nicht haben. Ich könnte jetzt White Princess... Ach, es gibt zwei Möglichkeiten, hier auf den Win zu kommen quasi. Ich kann einfach noch einen zweiten King holen. Hol ich mir einen zweiten King? Das Feld? Ich glaube tatsächlich White Princess ist hier der sicherere Play. Bekloppterweise. Ja, das bringt ja leider nichts, mein Freund. To the hand. Interessant. Interessant. Das bringt ja trotzdem nichts, weil, an den neuen King komme ich so oder so. Das ist nicht das Problem, ne? Also. Das ist jetzt, mein geringstes Problem. Das Problem, was ich jetzt hier gerade sehe, ist, dass dieser King trotzdem nicht Leafle Damage landen kann. Aber, der andere Player, also es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich das so spiele oder anders spiele, also ob ich mir jetzt einen zweiten King geholt hätte, weil der eine King wäre sonst gleich in meiner Hand wieder verschwunden. Und dann hätte ich halt quasi dieselbe Ausgangssituation mit ein bisschen ATK weniger, glaube ich. Wir banischen dich und dich, schätze ich. Ja. Ich komme leider nicht auf Leafle, das ist so belastend immer. Moment, ich komme dann wohl auf Leafle, glaube ich. Komme ich dann auf Leafle? Ich komme eventuell ganz, ganz, ganz knapp auf Leafle. Impfam setze ich erst gleich, Moment mal. Kann ich irgendwas special, was mir was bringt? Evandred Savior bringt mir gar nichts. Leider. Ich glaube, es ist nicht Leafle. Ich muss erst hiermit angreifen. Nein, es ist nicht Leafle. Nein, da fehlt ein bisschen was. Da fehlen ungefähr 1000 Angriffspunkte oder sowas mit dem Dreh. Und ich glaube, ich werde auch meine White Prince auf dem Feld behalten, tatsächlich. Ja, ich werde die Princess auf dem Feld behalten. Und der Grund dafür ist ein relativ simpler. Dann habe ich noch ein bisschen Counterplay gleich in seinem Zug. Ein Perm hierhin. Was hat er im Graveyard? Was? Wogegen spiele ich hier eigentlich gerade? Okay. Winged Dragon of Ra. Keine weiteren Fragen.
selbst wenn seine Strategie hier mit Ra funktionieren sollte, also ich mein Ra, mein persönlicher Winged Dragon of Ra hier, ist wird eine Regel relativ schnell, relativ leicht größer als dein Winged Dragon of Ra, mein Freund. Ich glaube, er spielt doch kein allzu kompetitives Deck, sag ich jetzt mal so. Ach, ich hab vergessen, den richtigen Mate reinzugeben, aber ich habe hier nicht den White Baking Mate, sondern den, wie heißt der hier nochmal? Marshmallow, so heißt er. Ist das Marshmallow? Ich glaube schon. So, da hinten erscheint hier gerade tiefen Gedanken verloren zu sein. Ah, oder nevermind, er hat einfach Connection-Probleme, ich weiß nicht. Schauen wir doch mal, wie es jetzt hier weitergeht. In unserem ersten Duell heute. Jetzt scheint er wirklich tiefen Gedanken verschwunden zu sein und verloren zu sein. Wollen wir doch mal schauen, was es hier zu holen gibt bei diesem Gegner. Ob es hier was zu holen gibt für uns. Für ihn, weiß ich nicht. Also ich kann da sein Deck irgendwie so richtig, also so eigentlich so gar nicht einschätzen. So richtig einschätzen kann ich das Deck nicht, weil ich weiß, dass es ein relativ starkes Thunder Dragon Deck gibt, gegen das ich auch schon mal mit Tierlements sogar den Kürzeren gezogen habe. Damit um dieses Deck hier spielt sich ganz anders als Tierlements, von daher, weiß ich nicht. Diese Karte hier ist eine absolute Wildcard, sage ich mal, keine Ahnung, das sagt mir eigentlich eher, dass es eher ein schwaches Deck ist, normalerweise. Vielleicht spielt er Sphere Mode, vielleicht hat er deswegen die Karte. Extravagance, um mehr zu ziehen. Okay, kann ich sehen, was er... Nee. Ist das random? War das Extravagance random, oder? Random Face Down, okay. Ui, okay. Ground Collapse? Ground Collapse. Interessante. Ein interessantes Manöver von meinem Gegner hier. Oh, okay. Das bringt ihm aber nichts. Das bringt ihm relativ. Er muss seine eigene Zone auswählen. Das ist so lustig. Das bringt ihm relativ wenig, weil ich kann meine White Prince einfach zum Graveyard schicken, wann auch immer ich möchte. Das sieht mir nach Lethal aus. Das sieht mir sogar sehr nach Lethal aus, aber ich muss irgendwie Lethal assemblen. Und ich weiß so spontan noch nicht so genau, wie ich das machen werde. Wo haben wir die Karte? Geonator, Resonator, Transversal, wie auch immer die Karte heißt. Da kann ich nicht drauf zeigen. Okay. Kann ich ihm irgendwie sein Monster klauen? Das geht, glaube ich, nur mit Face-Ups, oder? Face-Up-Monster, okay. Ne, ich habe schon mal so... zwei Zombie-Monster, Moment mal. Momentchen mal. Halt, stopp. Momentchen mal. Das geht ja in hier in die Extra-Zone. Boah, das ist hier so eine tiefe Line, die ich hier gerade ausrechnen muss. Wir machen das einfach mal. Wir gehen jetzt erstmal hin. Moment mal, habe ich überhaupt noch König der Totenkopfdiener in meinem Deck? Ich glaube nicht, oder? Oh, das ist ein Problem. Ich glaube, wir können nur aus dem Deck specialen, oder? Moment mal, das muss ich mal kurz hier recherchieren. Bevor ich jetzt hier einen Riesenfehler mache. Von mir Deck. Uiuiui, wir haben keinen mehr im Deck. Ui, da hätte ich gerade fast einen riesen Fehler gemacht. Einen riesen Upsi. Okay, dann müssen wir das anders spielen. Wie spielen wir das denn dann? Das ist ja richtig belastend, hör mal. Ja komm, wir machen jetzt hier den Lethal Push for all the Marbles. Für all die Marbles, für all die Murmeln, ja. Machen wir jetzt hier den Lethal Push. Das auf Doom des Todes. Behalte ich Foolish auf der Hand? Nein, das tue ich nicht. Nein. Ich weiß genau, was ich tue. Wir droppen. Ich muss gerade echt lange nachdenken hier. Sorry, falls das nicht entertaining war. Ich bin gerade so viele verschiedene Lines of Play gerade durchgesteppt im Kopf, was ich machen kann, sollte und muss. Ich werde jetzt White Baking in den Graveyard dumpen. Den White Prince dumpen wir gleich. Weil wir irgendwas dumpen müssen. Und ich möchte nämlich gerne White Princess haben. Nur um sicherzustellen, dass ich hier über was auch immer rüberkomme, was er hier hat. Was kein Problem sein sollte, aber trotzdem. Das White Prince kann nicht schaden. White Prince aktivieren wir natürlich auch. Damit haben wir jetzt quasi... alles gut. Damit haben wir jetzt gleich alles soweit fully set up. Die Frage ist... Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen insane, was ich jetzt hier mache. Das ist eigentlich die einzige Chance, die ich habe, um jetzt hier noch zu gewinnen, sag ich mal. Oder, keine Ahnung. Ne? Weil er halt meine ganzen Zonen alle gelockdownt hat. Ich kann leider nicht den Safety Play machen mit der Lady in White hier. Um mich vor seiner Trap zu schützen. Ja, ich dachte mir sowas schon. Da kann ich leider nichts gegen machen, glaube ich. Da kann ich leider reichlich wenig gegen machen. Wie komme ich denn jetzt an meine Zombies wieder ran, nochmal? Oder an meine Könige? Ich müsste ihn dazu kriegen, dumm genug zu sein, dass er die Karten banisht oder sowas. Oder dass er irgendwie... Ich weiß nicht, ich könnte natürlich auch töten mit White Princess, wenn ich direkt angreifen kann oder sowas. Das ist alles ein bisschen schwierig gerade. Das ist alles nicht so leicht hier gerade. Grundsätzlich bin ich gerade am Gewinnen. Sag ich jetzt mal. Die Frage ist, wie ich es konvertieren soll, den Win. Weil ich habe
Es ist sehr selten, dass ich alle drei Könige in meinem Graveyard habe. Darf ich euch verraten? Es ist sehr, sehr selten. Und es ist relativ schwierig zu... Oh mein Gott. Spirit Reaper, dude. Really? Really, dude? Discard one random card from the hand. Ich habe nur eine in der Hand. Das ist auch sehr lästig. Darf ich euch verraten? Negate ich das? Sorry, aber ich muss das negaten. Ich brauche die Karte noch. Ich muss diese Karte leider auf der Hand behalten. Oh mein Gott, wenn ich noch eine zweite... Habe ich noch eine zweite White Prince im Deck? Blabla, bla, alles gut. Ja, komm, bitte sag mir ja. Eins. Ist negated. Okay, wenn ich eine zweite White Prince ziehe, habe ich gewonnen. Wenn ich eine zweite White Prince ziehe, habe ich einfach straight up gewonnen. Aber nur dann. Cannot be destroyed. Kann aber Kampfschaden nehmen. Ich glaube, er merkt gerade sein Problem. Oder sein Fehler hier, eventuell gerade selber. Oder er linkt die Karte off. Das kann natürlich sein. Wenn die Karte jetzt nicht offlinkt, habe ich eventuell gewonnen. Aber nur... Der Jinzo bringt dir gar nichts, mein Freund. Ich muss jetzt noch eine zweite White Princess ziehen, glaube ich. Nur dann habe ich hier eine Chance zu gewinnen, glaube ich. So kloppt es klingt. Komm. Oh mein Gott, das ist. Das ist so rigged, das ist so scripted. I'll take that. Ich nehme den Sieg, liebe Freunde, ich nehme ihn. Ich nehme ihn sehr gerne, vielen Dank. Ich brauche keine Fallen, mein Freund. Ich brauche keine Fallen. Fallen sind für Anfänger oder so. So, plopp, White Princess und tschüss. Sag bye bye zu deinem Jinzo. Leider ist das noch nicht Liefel. Es ist immer noch nicht Liefel. Ich weiß übrigens auch nicht, ob es wirklich ein Best of Three-Ding wird hier heute im heutigen Video, weil dieses Duell schon so lang ist einfach. Es ist einfach so ein ewig langes Duell hier. So, jetzt muss ich hoffen und beten, dass er kein Monster zieht und nichts, irgendwie keine Counterfalle und kein Monster. Also er spielt irgendwie so ein Oldschool-Deck auf jeden Fall. Er spielt eindeutig ein Oldschool-Deck. Jinzo, Winged Dragon of Ra, das ist irgendwie so ein Yugi-Anime-Deck. Ich spiele aber auch für so ein Anime-Deck, oder? Ich bin ganz am Überlegen. So die ganzen, ist das nicht irgendwie so, ist das nicht Bones? Ich glaube, so heißt der in der deutschen Synchro, in der englischen heißt der, glaube ich, Bones. Spielt der nicht auch so einen Totenkopf, den er deckt im Anime irgendwann? Das ist irgendwie das übelste Anime-Duell hier gerade. Aber im Gegensatz zum echten Anime gewinnt hier nicht Yugi, sondern ich. Aber auch nicht, weil sie dem König der Totenkopf dienen, sondern nur mit der kleinen White Princess hier. Die kleine Wichtprinzessin nochmal. Relax, play, casual, fan of the anime. Ja, ich glaube, das ist ein Anime-Deck. Ja, ich glaube, man hört uns gerade im Hintergrund wieder... Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich glaube, meine Nachbarn sind wieder mal am Renovieren hier gerade. Was sie ja schon seit Anfang des Jahres sind. Keine Ahnung. Ich weiß, also irgendwann ne, sollte man das Haus... Man würde meinen, man hat irgendwann das ganze Haus einmal abgebaut und wieder aufgebaut. Also nach 6 Monaten, aber die sind scheinbar immer noch dran. Oder vielleicht sind sie jetzt auch gerade im Gartenzugang. Ich kann das Geräusch gerade nicht ganz zuordnen. Es klingt nicht ganz so wie die Umbaugeräusche, die ich sonst immer so höre oder gehört habe, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Anyways, wir machen weiter mit Duell Nummer 2. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spaßiges Duell. Sehr, sehr unklar auch irgendwie, ich weiß nicht. Ein sehr unklares, sehr spaßiges Duell, Duell Nummer 1. Und jetzt machen wir weiter mit Duell Nummer 2, das hoffentlich genauso spaßig, aber vielleicht ein bisschen klarer wird. Wobei, ich weiß nicht, es macht eigentlich auch Spaß. Es ist irgendwo so Teil des Spaßes, dass man teilweise nicht so genau weiß, in welche Richtung es hier geht. Das ist ja irgendwo Teil des Spaßes, nicht wahr? Gut, Duell Nummer 2. Hoffentlich wird es genauso spaßig. Ich höre immer noch die lustigen Geräusche im Hintergrund. Ich weiß nicht, was meine Nachbarn gerade wieder machen. Die machen ganz lustige Sachen hier gerade anscheinend mal wieder im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Falls ja, lasst euch davon einfach nicht stören. Ich kann dagegen leider auch gar nichts tun. Als ich angefangen habe aufzunehmen, haben sie es noch nicht gemacht. Jetzt sind sie wieder... Okay, Sprite. Ja, das sieht mir nach einem Loss aus. Das sieht mir nach einem Loss aus. Ich weiß noch nicht genau, was der hier spielt, aber... Ronin Toadin und Sprite Blue, das ist schon hier... ich vermute mal, das ist irgendwie Tierlemans Froschdeck. Oder so. Oder Sprite Froschdeck oder irgendwie sowas. Irgend so ein lustiges Mixdeck hier. Und die Hand ist... die ich gezogen habe, ist, also diese Karte zu ziehen, ist schon mal schlecht zu Omen. Diese Karte noch oben drauf zu ziehen, ist, die Combo des Todes, also im Sinne von die tote Hand-Kombo des Todes. Diese Hand ist ziemlich unspielbar, leider. Ja, das ist halt das Problem des Decks, man spielt quasi so 6 Bricks in einem Deck, mehr oder weniger, es ist halt einfach wirklich so. Aber solange man die nicht zieht, ist man eigentlich mal relativ gut dabei. Man spielt eigentlich eher so 3 Bricks, weil Lady in White ist nicht wirklich... aktiv direkt zum Brick, aber ja. Man spielt relativ viele Bricks. Ich sollte mir vielleicht mal eine 60-Karten-Variante dieses Decks hier zulegen, tatsächlich. Das wäre vielleicht intelligent. Das ist der Nimble Beaver hier. Jawollo, der Nimble Beaver ist das. Der ganz tapfer hier sein Stückchen in München hat. Sprite Jet, Sprite Sprint, Sprite Red und jetzt kommt Gigantic Sprite. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was die Sprite-Karten machen. Oder was heißt, ich wollte gerade sagen, ich wusste das auch noch nie. Das ist eine blatante Lüge, liebe Freunde. Ich wusste das mit Sicherheit, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, aber ja, ich habe mich für die Sprite-Karten noch nie so mega interessiert. Und
jetzt war ich 2 Wochen lang nicht im Spiel drin, deswegen, ja. Ich bin ein bisschen raus, deswegen. Also, es sei mir vergönnt, das habe ich eh schon erwähnt. Jetzt, das wird sowas von los werden hier. Es sei denn, der Assembly jetzt hier so ein Anti-Tier-Elements-Feld, was natürlich lustig wäre, ne? Irgendwie mit irgendwie keine Graveyard-Effekt. Wobei selbst das würde mich aktuell komplett trippeln, merke ich gerade. Auch dagegen könnte ich nichts tun, oder? Ne, irgendwie nicht. Mit Abyss-Dweller oder sowas. Ne, dann könnte ich eigentlich auch nichts gegen machen. Auch dieses Effekt, sag ich schon, auch dieses Deck hier hat die Angewohnheit, relativ viele Graveyard-Effekte zu aktivieren. Der Gegner cycelt hier gerade alle Karten in seinem Deck, unserem Graveyard und generell überall. Im Hintergrund oder so, ich keine Ahnung. Okay. Okay, Special Summons, einen weiteren Frosch. 2 Frosche auf dem Feld aktuell, Swap Frog und Ronin Totem, beziehungsweise das Frosch. Okay. Bin gespannt, was das jetzt hier für ein Endboard werden wird, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich noch keine Telemens-Karte gesehen. Im ersten Duell ja auch nicht. Aber ich hatte eigentlich relativ fest jetzt. Ich war mir relativ sicher, dass es gleich früher oder später eine Telemens-Karte das Feld betreten wird hier. Weil das alles Aquas sind, oder? Beast, Aqua. Sind wir schon mal alles Wasserkarten? Fisch, Beast. Okay, es sind nicht alles Aquas. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Das ist irgendwie. Es kommt mir vor wie so ein potenzielles Telemens-Auffülldeck. So, zu den Telemens-Karten, so ein Ergänzungs. So ein Ergänzungspack zum Telemens-Set an Karten, sag ich mal. Ein Melfi-Deck ist anscheinend, okay. Actually, was ist das für ein Deck? Ich weiß nicht. Wir haben hier die Frösche, wir haben die Melfis hier anscheinend. Oh! Kann auch sein, dass das hier nur so ein Mix-In-Karte ist. So eine Melfi-Karte, die man auch in diesem Deck spielen kann. Was auch mal dieses Deck ist. Sprite, Frösche, Melfi. Okay, ich nehme alles zurück, es scheint ein Melfi-Deck zu sein. Oder generell kleine cute Monster oder so. Kleine Fröschchen und kleine Melfis und. Aber dann auch irgendwie so die Sprites, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Deck ist. Aber es ist definitiv ein Deck, darf ich voran. Es ist in der Tat definitiv ein Deck. Wir haben schon mal Harpy's Pfefferduster in der Hand. So, jetzt bitte, Uni-Zombie, schätze ich. Ich kann mich nicht beklagen heute. Also heute ist Konami mir recht wohlgesonnen, sage ich jetzt mal so. Erstmal fangen wir damit an, dass wir hier ein bisschen aufräumen gehen. Ne? Und zwar hinten rum. Räumen wir mal ein bisschen das Feld auf und gucken mal, was sich da so schönes verbirgt. Cold Bite, das ist schon mal ein guter Hit. Sprite Starter, keine Ahnung, das, was die Karte macht, ist mir A, wurscht und B, weiß ich nicht genau. Aber wir können ihm auch Karten klauen, ne? Das ist interessant. Was können wir ihm denn hier schönes klauen? Was könnten wir ihm denn hier klauen, was ihm ganz doll wehtut? Ich glaube gar nichts, leider. Ich glaube, ich bewahre mir meinen Monster Reborn lieber für mich selber auf, sag ich mal. Hat er irgendwie Counterplay? Aha. IP ist, glaube ich, damit kann er Special Summon, ne? Damit könnte er Counterplay gainen. Das ist alles ein Linksammeln, oder? Ich sehe jetzt hier keine großartigen Negates. Ich sehe keine großartigen. Ich glaube, das Problem ist die Melfi-Karte hier. Oder irgendeine Melfi-Karte gibt es auf jeden Fall, die, glaube ich, relativ böse ist für mein Deck. Weil sie irgendwie Attacks negaten kann oder irgendwie sowas. Da war irgendwie sowas. Okay. Er zeigt also seine ganzen Melfi-Karten, das ist auch nichts Neues für mich. Das weiß ich noch, dass Melfi-Karten so funktionieren. Die ziehen sich jetzt gegenseitig und jetzt darf er, glaube ich, nochmal Specials haben oder sowas. Oder das ist erst in seinem Zug oder was auch immer, ich weiß nicht. Ich bin mir nur gerade nicht. Ey, It's Effects on the Gate, das ist sehr, sehr lästig. Ich glaube, es wird ein Loss. Ja, das wird, glaube ich, ziemlich sicher ein Loss. Ich habe relativ wenig Play hier gerade. Wird das ein Loss, ist die Frage. Ich kann überlegen, ob ich noch irgendwie irgendwas Interessantes hier machen kann. Der Karte kann ich nichts machen. Ich vermute mal, jetzt verschwindet gleich jemand bei uns vom Feld. Mehr oder weniger. Herald für Arclight. Ist banished instead. Okay, ist es vorbei. Jetzt ist es komplett vorbei. Er hat einfach den Hardcounter für mein Zombie-Deck hier. Mein Deck ist gerade komplett offline, merke ich gerade. Ja, ich meine, gut, die Karte ist lästig, Anna, aber. Kann ich nicht einfach. Okay. Mein Plan war jetzt eigentlich einfach, die Karte hier in der Battlephase zu zerstören und dann mal weiter zu gucken, ob ich irgendwie noch zurück ins Spiel komme, aber das ist relativ vorbei, glaube ich. Also, diese Karte hier offline quasi mein ganzes Deck, mehr oder weniger. Okay, was passiert jetzt? Ich glaube, diese Karte fällt auch in den Bereich keine guten Neuigkeiten für mich. Okay. Jetzt recycelt er natürlich auch noch seine Materialien hier.
kann man schon wieder weiterkommen oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist gelaufen. Darf ich mitteilen. Ich muss tatsächlich als allererstes diese Karte loswerden. Weiß ich nicht genau. Will ich die Main Phase continuen? Ich glaube sogar nicht. Ich glaube, ich will ihn einfach angreifen. Darf ich ihn angreifen? Ach, ich darf ihn gar nicht angreifen. Ach so, das war nicht schon eine Ist okay. Ja gut, dann ist es vorbei. Also dann ist es komplett vorbei. Dann ist das Ganze jetzt hier gelaufen und gegessen. Ich probiere einfach mal den Effekt zu aktivieren, aber soweit ich weiß, dürfte das hier nicht funktionieren. Ich werde einfach mal. Achso, es funktioniert eh nicht, weil ich die Karte wenn eh direkt banische. Ja, aber. Gut, ja. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie an Play rankomme, aber ich. Also, das sieht mir relativ. Relativ gelaufen aus, sage ich jetzt mal so. Kann ich hier mit irgendwas machen? Halt irgendwas Großes hier wenigstens. Was Interessantes. Was bräuchte ich denn? Was bräuchte ich denn? Ein Zombie-Monster. Ein Zombie-Monster hat er natürlich nicht. Ein Level 1 Monster. Hat er auch nicht. Haben wir auch nicht. Kann er mir auch nicht anbieten. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube mir jetzt Gigantic Sprite in Hoffnung, dass das irgendwie im Combo-Play gleich nimmt. Aber, also. Ich sehe mal. Ich glaube, er kann eh negaten, oder? Hat er nicht irgendwie. Aha. Ja, also, wie gesagt, ne? Also, das ist mehr als gelaufen, dieses Duell. Ich meine, ich versuche es natürlich noch, ne? Aber, jetzt ist es definitiv gelaufen. Also, ja. Ihr könnt mir gerne erzählen, so, oh, du kannst aber noch das und das machen, aber seht ihr selbst, ne? Dass ich jetzt hier mit dem Deck hier in diesem Duell nicht weiterkommen werde. Da muss ich doch glatt gleich mal kurz meine Deckliste von meinem Tier-Limits-Deck fürs nächste Duell noch kurz ergänzen, umschreiben, umbasteln, was auch immer. Kann er mich wenigstens liefern, diesen Zug schon? Oder muss ich jetzt hier gleich einen Cut machen? Dann hören wir uns gleich nach dem Duell wieder. Oder wenn er mich dann gefinisht hat, weil ich weiß nicht, ob jetzt hier noch 10 Minuten weiterkommen wird. Nightmare Unicorn. Das sollte Liefel sein. Ich hoffe mal, dass er ein lieber Kerl ist und mich jetzt einfach wegliefelt und nicht noch 10 Minuten weiterkommen wird. Er scheint aber die Absicht zu haben, mich einfach zu finishen. Das wollte ich mir auch schon mal auf. Ich habe zwar eh keinen Effekt, aber keine Ahnung. Ja, damit dürfte das Liefel sein. Das ist Liefel, sehr schön. Gut, dann muss ich jetzt hier keinen riesigen, ewig langen Cut machen oder sowas. Sondern, lieber Herr, kommt mich einfach weg, wollte ich gerade sagen. Er finisht mich jetzt einfach nur passlos. Gut, dann würde ich sagen, fürs nächste Duell dann das Tier-Limits-Deck. Aktuelle Bilanz ist, soll ich das überhaupt sagen? Vielleicht haben manche von euch das erste Duell geskippt und wissen nicht, ob ich das. Doch, sie wissen es eh, dass ich das Duell. Ja, also aktuelle Bilanz ist 1:1. Ja. logischerweise, seit ich das Deck gerade noch gespielt habe, kann ich euch da hier ganz. Hoppala. So, kann ich euch hier in aller Ruhe spoilern, in Anführungszeichen, weil. Logischerweise. Gut, ich würde sagen, kurzer kleiner Cut für uns gleich wieder, wenn ich hier das Deck umgebastelt habe und so. Und ja, also das Tier-Limits-Deck meine ich natürlich. So, da bin ich wieder. Ich habe eine etwas experimentellere Karte jetzt in meinem Tier-Limits-Deck tatsächlich drin. Und zwar ist das Cosmic Cyclone. Das ist eine Removal-Karte, die banished, anstatt in den Graveyard zu schicken. Das ist ein bisschen experimenteller. Ich dachte mir mal, das wäre vielleicht eine interessante Karte, die man reingeben könnte. Ich habe auch gerade auch gesehen, dass Terraforming, ich weiß nicht, oder wie heißt die Karte? Die Karte, die halt Field Spell searchen kann, die ist anscheinend jetzt auch komplett auf der Bannliste gelandet. Interessanterweise. Sehr, sehr interessante Entscheidung, die Konami da aktuell am Treffen ist, Bannlisten-technisch. Ich weiß nicht genau, ob ich da ein großer Fan von bin. Vielleicht sollten sie einfach lieber gucken, dass das Tier-Limits-Deck halt komplett auf der Bannliste irgendwie landet. Also nicht komplett, aber ne, dass man das Tier-Limits-Deck halt weniger spielbar macht, anstatt den generischen Support, den halt auch andere Decks dringend bräuchten. Dass man nicht den generischen Support hit, sondern vielleicht lieber die Tier-Limits-Karten selber. Da wäre ich persönlich ein größerer Fan von. Aber dann wiederum arbeite ich auch nicht. Bin ich auch kein schlauer Mensch, der bei Konami arbeitet. Die werden sich dabei bestimmt irgendwas gedacht haben. Ja, dann wiederum natürlich der Field Spell war natürlich eine der stärkeren Karten in diesem Deck. Ich glaube, wir fangen mal an mit Scream erstmal hier. Übrigens, willkommen zu Duell Nummer 3. Die Anmoderation habe ich jetzt gerade einfach mal weggelassen. So mehr oder weniger oder vergessen. Was spielen wir jetzt hier? Merli, glaube ich, oder? Merli oder Rhino Heart? Ich werde es so haben für Merli, glaube ich. Ich glaube, ich werde es so haben für Merli. Monster Effect und dann Scream. Ich glaube, es macht keinen riesigen Unterschied hier an der Stelle. Und dann schauen wir doch mal, was jetzt hier schönes drin ist für uns. In diesen ersten 6 Mills. Ein Win, okay. Das war ein sehr, sehr kurzes Ritual. Ich würde behaupten, damit ist die Beginner-Lohn ist ja okay. Ich würde sagen, damit ist die Rank-Challenge hier soweit gewonnen. Tatsächlich. Mir fällt gerade ein.
Das war ein sehr kurzes Duell. Ich wäre dazu geneigt, noch ein viertes Duell quasi aufzunehmen, auch wenn wir schon gewonnen haben, theoretisch gesehen. Ja. Weil das schon ein sehr freer Win war. Aber ich wär, mir ist gerade was eingefallen, nämlich 1, 2, 3, den lieben Herrn, ja? Confirm Pawn Stack. Das würde ich gerne kurz. Das habe ich vorhin vergessen, mir anzugucken. Das ist doch das übelste Anime-Deck, oder? Oder meine ich das nur? Sieht irgendwie aus wie so ein Starter-Deck irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Das ist doch das übelste Anime-Irgendwas-Deck. Das erinnert mich zumindest irgendwie. Black Luster Soldier, okay. Das ist das übelste Yugi-Anime-Deck. Was der liebe, wie heißt er hier, der liebe Splee hier gespielt hat. Vielleicht spielt er gerade auch so ein Challenge, nämlich die Anime-Deck-Challenge, die Yugi-Challenge, dass er mit Yugis Deck gewinnen muss oder sowas. Aber gut, ich würde sagen, wir machen noch ein viertes Duell. Die Challenge ist zwar bereits gewonnen, aber ich gebe euch noch als Bonus-Dazugabe, als Bonus-Zugabe, Hinzugabe, Dazugabe, gebe ich euch noch ein viertes Duell. Nachdem das dritte Duell gerade so kurz war, das zweite Duell war auch relativ kurz, deswegen, ich glaube, ein viertes Duell, da haben wir noch Zeit für. Sag ich jetzt einfach mal so. Und dann schauen wir mal, wie der Hase jetzt hier im vierten Duell läuft. Da sind schon mal die magischen Zauberhüte. Beim Gegner. Am Spielfeldrand. Beim Liberell, so heißt der. Der Liberell. Wie ihr seht, da haben wir es auch schon gezogen, die neue Wildcard sozusagen. Cosmic Cyclone. In einem Tierlements Matchup ist das, glaube ich, eine ganz solide Karte. In jedem anderen Matchup wäre eine andere Karte wahrscheinlich besser, zum Beispiel Feverduster, aber in einem Tierlements Matchup natürlich nicht. Drytron. Wir spielen gegen Drytrons. Das ist aber mal ganz was Neues hier. Aber das ist schon eine halbe Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal gegen einen Drytron-Spieler gespielt habe. Und ich darf euch mitteilen, ich bin kein großer Fan davon, gegen Drytron-Spieler zu spielen. Der Grund dafür ist nämlich ganz einfach, dass wir uns jetzt liebend gerne mal unterhalten können über das wunderschöne Wetter und die generellen Bedingungen und so. Und was geht denn so ab bei euch im Leben? Denn das dauert jetzt alles so ein bisschen. Ne? Also, wie geht's euch denn so? Also mir geht's ja ganz gut. Ich war jetzt bis vor kurzem im Urlaub. Wir warten jetzt, bis der Drytron-Spieler hier seine 30-minütige Combo dann fertig hat. Wir hoffen natürlich darauf, dass er gleich einen Timeout hat und keine Zeit mehr hat, dass ich also auch das vierte Duell komplett for free gewinne, ohne irgendwas zu machen und er sich halt einfach selber zu Tode kombot quasi. Das ist eine Karte, die ich entweder noch nie gesehen habe oder irgendwie, es kommt mir irgendwie gerade spanisch vor. Ist das eine normale Drytron-Combo, die er gerade spielt? Anyways, ja, ich hatte einen sehr schönen Urlaub. Ich wünsche auch euch einen sehr schönen Urlaub, falls ihr bald einen Urlaub fahrt oder vielleicht habt ihr auch vor kurzem selbst einen schönen Urlaub. Haut mir das lieben gerne in die Kommentare. Ne? Wir können uns hier mal einen schönen freundlichen kleinen Diskurs hier halten, während der Drytron-Spieler hier gerade darüber philosophiert, in welche Richtung er kommen will und ob er nach oben, unten, links oder rechts kommen will. Oder was auch immer. aber ja, die Startrand übrigens von mir hier ja, durchwachsen, ne, würde ich mal sagen. Durchwachsen. You contributed one other Drytron Monster. Okay, cool. Special Summon, okay, ja, okay. Also die Drytron-Kombo scheint online zu sein. Ich kenne mich damit halt auch überhaupt nicht aus mit der Drytron-Kombo. Wie gesagt, nicht wirklich entdeckt, dass mich jemand interessiert oder gereizt hat. Die Kombos sind einfach viel zu lang und langatmig lang und es dauert einfach alles so lange und ewig. ja, also Cosmic Cyclone, weiß nicht, was ist das hier? Was haben wir denn hier schon? So, schauen wir mal kurz. Aha, Activation. Cannot be negated, once per turn, okay. Okay, you can reduce that monster's level by one, okay. Okay, as per thousand of its. Okay. Das hier ist auch eine permanente Karte. Nein, das ist nicht. Das ist, glaube ich, nur der Ritual-Spell, ne? Genau. Genau. Das heißt, ich werde vielleicht das hier gleich Cosmic Cyclone. Vielleicht. Davon ausgehen, dass die Karte gleich überhaupt noch auf den. Ich spiele heute gegen sehr interessante Decks, darf ich sagen. Mama, ich will Blue Eyes spielen. Nein, Blue Eyes ist nicht mehr Meta. Okay, Mama, ich spiele Drytron Blue Eyes. Erinnert. Ein sehr interessantes Endbot, darf ich verraten. Ein in der Tat sehr interessantes. what am I witnessing today? Oh mein Gott, das ist. Ich habe Spaß. Ich habe definitiv Spaß an Yu-Gi-Oh! Heute, darf ich euch mitteilen. Nicht zuletzt, weil meine Gegner die absolut größten Meme-Decks auf dem Planeten spielen. Wir werden mal kurz diese Karte hier entfernen. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Sehr schön. Danach wird er wahrscheinlich gleich sofort surrendern, sobald er sieht, was ich hier spiele. Du sent one monster from your hand to the graveyard. Was checken wir denn da schönes hier? Kelbeck? Kelbeck. Ich glaube, Kelbeck ist die richtige Wahl hier. Hallo, ich spiele Tierlements. Möchtest du surrendern? Ich habe das Gefühl, du möchtest surrendern. Die meisten Leute möchten gegen dieses Deck relativ schnell surrendern. Vor allem, wenn sie nicht selber Tierlements spielen. Wir dumpen erstmal noch ein bisschen weiter. Da haben wir noch nicht genug gedumpt. Den lieben Keldor mal. Aktivieren wir den? Nee. Nee, hör mal, den sparen wir uns auf. Ich habe meinen Kaiju in den Graveyard geschickt. Oh, Hallöchen. Das sind aber einige Ladies, die wir jetzt hier gerade in den Graveyard geschickt haben. Ich glaube, wir fangen mal mit Hafnis. Wir haben auch einen Rhino Heart. Ja, fangen wir mal mit Hafnis, würde ich sagen. Auch Scheiren. Haben wir das ja alles schön zum Graveyard immer. Dich.
Das war's. 3 plus 1 macht 4. wo sind meine Telemans-Mädels Sommer? Kid Kalos plus. Also, wir werden wahrscheinlich wo haben wir den? Da. Ne, wo sind wir denn hier? Guck mal. Kaleidoa. So, da. Kontakt, Mann. Ich kann gerade überlegen. Ich glaube, wir werden erstmal. Ja, es passt soweit erstmal. Wie gesagt, ich bin ein bisschen rusty. Ja, also, sei mir vergönnt, dass ich ein bisschen rusty bin hier an der Stelle. Kaleidohart und die Scheiren aus dem Graveyard. Ja, nein, vielleicht. Die Rhinohart brauchen wir noch. Das ist schon mal mir absolut klar. Ein Volk ist mal die Wurscht. Ja, ich werde es hier wahrscheinlich relativ schnell auch an meine Limits kommen mit dem Timer. Nicht, weil ich so viele Plays machen muss, sondern einfach nur, weil ich viel nachdenken muss. Dieses Deck hier ist ja sehr denkintensiv. So, wir wollen uns auf jeden Fall in den Graveyard schicken. Und zwar schicken wir jetzt eine weitere Tierlemons-Freundin in den Graveyard. Und zwar Merly, glaube ich. Schicken wir jetzt Merly? Wen schicken wir denn jetzt in den Graveyard? Ich glaube, wir schicken Merly. Nein. Ja. Ja. Nein. Rul Kalos, glaube ich. Oder Kaleidohart. Ich glaube, wir gehen jetzt in Kaleidohart rein. Es könnte auch ein Fehler sein, dass ich jetzt hier in Kaleidohart reingehe. Ich bin ganz offen und ehrlich mit euch. Ich bin da gar nicht ganz sicher. Aber ich mach's einfach mal. Ich will es halt. Das Ding ist, ich will jetzt hier nicht on time verlinken quasi. Erstmal muss ich jetzt kurz mal seinen lästigen Blue Eyes hier entfernen. Das ist schon mal der erste Schritt hier auf jeden Fall. Deswegen will ich die ganze Zeit in Kaleidohart. Ich kann seinen Blue Eyes gar nicht entfernen. Was ist das denn? Ist ja eine Frechheit, ist das immer. Wie machen wir das? Wie machen wir das denn dann jetzt hier? Wie machen wir das denn dann? Interesting. Das habe ich so nicht berechnet, Thomas. Das hatte ich anders. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, muss ich sagen. Seit wann kann man den Chaos Max nicht entfernen? Das ist ja ein Ding, Thomas. Wie geht's Effects? Ich glaube, meine Rainbow Bridge würde ich gerne in den Graveyard kriegen. Ich hoffe mal, das ist eine Shreddy-Karte einfach. Habe ich was davon, wenn ich. So machen wir das. So nehme ich, liebe Leute. Was? Oh, ich bin ein PPGA, darf ich sagen. Das war ein absoluter PPGA-Play hier gerade an der Stelle. PPGA to the Max, ja. Die Karte kann nicht von Effekten getarget werden, inklusive Fairy Tail Snow. Das war sehr schlau von mir. Ja, also das war schon, also das. In terms of dumm Plays, das ist schon. It's up there. It's definitely up there, darf ich euch mitteilen. It is indeed definitely up there. Okay, cool. Passt schon. Ja, seine linke Rübe will ich ihm eigentlich nichts extra direkt zurückgeben, glaube ich, oder? Nee, passt schon. Wie werde ich denn gleich seinen Chaos Max hier los? Das ist alles sehr, sehr lästig gerade. Kein Tageskarte auf Card Effect, alles ein Targeting-Effekt, ne? wir können das. Da, Moment mal, so läuft der Hase nämlich. So läuft der Hase nämlich. Ja, ich weiß genau, was ich mache. Schon eins ist, wir aktivieren Schreikranz oder so. Irgendwie sowas. Irgendwas mit Schrei. Die Karte heißt irgendwas mit Schrei, liebe Leute. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf Deutsch genau heißt. Irgendwas mit Schrei. Kreisch, Schrei, Schreierei. You heard it here first. Jetzt aktivieren wir das hier. Ja. Ich darf nicht auf Ja klicken. Oh nein. Ja, hör mal, wieso darf ich denn nicht auf Jagd klicken? Wieso. Oh Moment, ist das auch Targeting? Wieso zur Hölle targeten alle Karten? Was ist denn das? Ich war mir so sicher, dass ich eine Karte selecten darf. Warum targeten alles? Wieso habe ich gerade nur targetende Karten auf dem Feld? Das ist doch nicht wahr. Oh mein Gott. Ich dachte mir so, ja. You can select one effect monster. Nein, you can target one effect monster. Whoop-de-doo. Das ist so lästig gerade. Okay, so, tu mir den Gefallen und knall dein Blue Eyes irgendwie in den Graveyard, Ding, was auch immer. Und dann schaffe ich den zurück in sein extra Deck und dann passt das schon. Definitiv eins der Duelle aller Zeiten. Das Duell jetzt hier gerade, auf jeden Fall. Bro Target auch, oder?
You can target one card. Wieso targetet jede Karte? Das ist doch ein Joke, ist das doch. Targets auch. Oh mein Gott, wieso targetet er? One Synchro plus one exceeds. Das habe ich gerade auch nicht am Feld. Wie machen wir das jetzt? Also ich glaube, das würde ich aber so oder so, oder? Ich muss kurz überlegen. Also erstmal machen wir das hier. Das ist schon mal Schritt 1. Das ist schon mal Schritt 1. Weil Kid Carlos will ich so oder so in den Graveyard haben. Das weiß ich schon mal. Das ist mir schon mal absolut klar. Okay. Fizzelt mein Effekt jetzt? Fragezeichen. Weißt du, warte, mein Freund. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Also bin ich ganz ehrlich mit dir, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Welche war das? Die? Ich glaube, es war die hier. Wisst ihr was? Wir schaffen es, das Kaito zurück in mein Deck. In der Hoffnung, dass ich das Kaito gleich einfach ziehe. In der Hoffnung, dass ich die Kaito-Karte einfach ziehe. Dann habe ich da auf jeden Fall eine Lösung gefunden. Für diese sehr lästige Karte auf dem Spielfeld meines Gegners. Ja, die Karte fizzelt jetzt einfach. Das dachte ich mir schon. Aber er kriegt auch kein Play. Na komm, du willst doch deinen Linkoribo auf deinem Blue Eyes drauf sammeln, nicht wahr? Nein? Schade aber auch. Ja, greift sie wahrscheinlich Fairy Tail an, oder? Fairy Tail Snow. Ja, das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir bereits. Ah, alles sehr lästig. Alles sehr lästig, ja? Komm, gib mir einfach mein Kaiju und dann passt das. Dann passt es schon. Einfach mein Kaiju und dann ist hier Schicht im Schacht. Der Gegner muss gerade sehr gut darüber nachdenken, was er als nächstes tut. Er hat sehr viele Optionen, zum Beispiel nichts, nichts und nichts. Hat er einen Disconnect? Da oben, ich sehe dieses Disconnect-Icon hier oben. Er hat kein Disconnect, okay. Okay. Also ich bin beim besten, vielleicht überlegt er gerade, wie ich irgendwie noch gewinnen kann. Und findet die Line nicht. Also ich finde sie gerade auch nicht, darf ich euch mitteilen? Ah, schön. Can only bla bla when your opponent bla 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 bla. You can negate. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist der PPger aller PPGers. Was passiert dir gerade? Was tust du? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was tut er? Was passiert dir gerade? Hat er sich gerade umgebracht? War das Absicht? Das ist niemals Absicht. Not in a million ist das Absicht. Okay? Das ist doch niemals Absicht, was hier gerade passiert. Das war doch nicht so geplant. Du kannst mir nicht erzählen, dass das so geplant war. Was passiert hier gerade? Ich habe doch keine Gates mehr selber gerade, leider. Okay? Ja, aber dein Blue Eyes, mein Freund. Ist ihm nicht klar, dass das der einzige Grund, aus dem er noch nicht komplett verloren hat, die Tatsache ist, dass ich sein Blue Eyes nicht entfernen konnte? Hat er das nicht verstanden? Was passiert hier gerade? Okay. Oder kann er noch irgendwie Advantage generieren jetzt hier? Generiert er jetzt hier irgendwie noch... Ja? Vielleicht? Ich bin mir gerade... Okay. Aber du hast doch kein Ritual... Achso doch, das ist eine Ritualkarte, oder was? Das ist ein Ritualspell. Ich schätze, das ist ein Ritualspell, okay. Also, hier passieren gerade Dinge. Ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau war. Seitens meines Gegners. Ich bin ja sowieso, also ich bin ja gerade der böse Meta-Deck-Spieler. Ich bin sowieso auf. Ich bin gerade für meinen Gegner, ja. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass er jetzt hier gewinnt. Ich habe eh meine 2 von 3 Wins. Ich bin hier gerade für den Gegner auf jeden Fall, tatsächlich. Ich bin nur gerade etwas verwirrt, was hier gerade passiert. Also, ich als der böse Meta-Deck-Spieler gegen das Rogue, Blue Eyes, Drytron, was auch immer. Was auch immer hier gerade. Ich habe sowieso keine Ahnung, was soll ich. Also, sehr interessante Duelle heute auf jeden Fall. Ich fiebere gerade für ihn, aber hä? Okay? Okay? I'm listening? Sure? was guckt der hier gerade? Was ist das hier gerade? Was soll das werden? Wo will er hin? Ich bin mir nicht sicher, wo er mit diesem Board hin will, aber ich bin sehr interessiert. Also, Dinge passieren. Okay? Sure? Dinge passieren weiterhin, vielleicht.
will mich mal auf Off triggern, sonst verliere ich gleich noch immer mehr Zeit, obwohl ich immer nur gefragt werde wegen Fairy Tail Snow. Ich kann Send und Ride schauen, okay. Cool. Destroy that card, das ist ein riesiger Fehler. This card is sent to graveyard by card effect, you can add one Tiedemann's Monster. Yep, das, jo, das ist eine ganz schlechte Idee, mein Freund. okay, was passiert jetzt hier? Okay, oder ist das nur ein Extender? Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir immer noch nicht sicher, wo er hin will. Also, das Ding ist, ich glaube, er hat hier das Giga Mega Super Duper Drytron Boss Monster. Hat, glaube ich, ist das nicht eben so ein Omni-Negate oder sowas? Das wäre natürlich lästig für mich, aber mein Deck ist, glaube ich, trotzdem noch stärker. Deswegen, ich glaube nach wie vor, dass er mit dem Blue Eyes besser gefahren wäre, weil ich gerade einfach kein Out dafür habe. Wieso hat er, mal abgesehen davon, wieso macht er das, also das ist gerade der dritte Zug, wieso hat er das nicht im ersten Zug gemacht? Wieso ist das dein Turn 3-Kombo, mein Freund? Okay. Das hätte doch locker schon im ersten Zug machen können, oder bin ich jetzt doof, oder? Okay. Wie gesagt, also, keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich bin, ab diesem Punkt bin ich aktuell auch nur noch der Beifahrer hier gerade, also ich kann eh nichts mehr machen, deswegen mal schauen. Mal schauen, was hier passiert. Ich rieche, um ehrlich zu sein, immer noch den Timeout irgendwo, weil der braucht gerade schon relativ lange für seinen Zug. Okay, das ist doch das Finale, oder? Das ist hier das... Okay. Mit Monster Effects, ui, okay. Ist gar kein Attack All, okay. Mhm. Can bench monsters from your graveyard. Attack one feather, card your opponent's controls for every... Okay. Send that card. Okay, es wird nicht zerstört, aber ich... This card is sent to the graveyard. Also das bringt dir nichts, mein Freund. Das bringt dir leider gar nichts. Ja, ist natürlich eine sehr nützliche Karte, die ich gerade gezogen habe, darf ich mitteilen. Die will man natürlich definitiv, das ist der einzige Brick im gesamten Deck quasi, die will man natürlich unbedingt ziehen, diese Karte. okay, wir targeten irgendeins, oder? Moment, was können wir hier machen? Achso, ja genau. Was können wir hier machen? Fairy Tail Snow. Okay, dann würde ich sagen, wir targeten mal eins von seinen lustigen Monstern. Zum Beispiel das hier, weil das ist, glaube ich, das lästige Monster. Dann lassen wir uns eine Gaten von Mubeta Fafnir oder wie auch immer diese lustige Karte heißt. Gesundheit. Aha. Aha. Sure thing, my guy. Sure thing, my guy. Okay. Ich sehe immer noch nicht genau, inwiefern dieser Play jetzt gerade besser ist, als einfach den Blur zum Feld zu halten, weil das bringt ihm gar nichts. Was er natürlich nicht weiß, ja, also das bringt ihm gar nichts. Ich gain jetzt hier einfach nur massives Advantage und er gain quasi gar nichts dadurch. Aber das darf er dann gleich selber rausfinden. Fangen wir hiermit an. Wir machen hiermit weiter. Damit meine Kaleidohard auf jeden Fall auch wirklich wieder zurückkommt. So, Kid Carlos dumpt. Kaleidohard kommt zurück. So, mit Kaleidohard kann ich, glaube ich, diese Karte schon mal entfernen. Eventuell. Was dumpen wir denn jetzt hier Schönes? Uiuiui. Was haben wir denn gerade gedumpt überhaupt? Agito, Summer Scream, boah, ich habe keine Ahnung. Haben wir eine Rhino Heart? Brauchen wir eine Rhino Heart? Wir brauchen keine Rhino Heart, aber ich dampfe vielleicht trotzdem einfach mal eine. Also wir haben schon mal definitiv irgendwas gehittet, womit wir gleich extenden können, mit Chiron zum Beispiel. Ach du grüne Leune, okay. wir fangen an hiermit, Fragezeichen. Ja. Welche schaffen wir jetzt hier? Macht Sinn, die Backroad zu shuffeln, die kann er gleich einfach aktivieren, denke ich mal. Moment mal. Momentchen mal. Was hast du denn hier gemacht? Also. Er hat mich einfach seine Karten negaten lassen. Das ist ja mal hier ganz exotisch, was hier gerade passiert. Agito? Ja, nein, vielleicht. Scream. Nachdenken. Nachdenken ist schwierig manchmal. Hafnis. Erst Scream, weil ich glaube, ich noch einen Trap lieber ziehen möchte, als. Zu millen. Millen, sure. Ich glaube, davon profitiere ich mehr als er. Boah, das ist jetzt aber ein ewig langes Duell gerade. Scheiren will ich, glaube ich, nicht aktivieren. Bin ich ganz sicher, ich glaube nicht. So, mein Freund. So nämlich. Ich glaube, das hier ist das so ein Quick-Effect-Ritual-Spell, den er da hat, eventuell. Ich weiß nicht genau. Das Problem, das ist halt das Ding. Ja, das passt schon. Das ist alles gut. ATK reduzieren habe ich kein Problem mit. Oder Level ist absolut keine Rolle. Die hier bitte.
Oh, ich bin low on time. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Rulkalos, schneller, schneller, schneller spielen. Tralali und tralala. Rulkalos. Und Rulkalos kann ich jetzt vor allem preventen, dass er jetzt hier gleich lustige Dinge treibt. Und seine Monster recyceln kann. Murly, okay. Ich weiß nicht, wann Murly im. Achso, doch, durch. Genau. Ne, und so. Ihr wisst Bescheid. Durch, und so. Ich kann gerade nicht denken und kann auch nicht sprechen. Das ist gerade alles sehr, sehr schwierig. Weil alles nicht so leicht. Egal. 8-5 Sekunden. So, haben wir Liefel? Wir haben noch nicht Liefel. Wo ist mein Liefel? Wo ist mein Liefel? Ich möchte mein Liefel haben. Ich habe Liefel bestellt. Wo ist Liefel? Rhino Heart, glaube ich. Materialien, irgendwas. Ich schicke es Rhino Heart, ich habe keine Ahnung. Haben wir schon gesnommelt? Nein, ich weiß nicht. Ja. 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 Vielleicht. Ja. Haben wir schon Oh mein Gott, was passiert gerade? Sure. Ich möchte irgendwas ziehen. Vielleicht. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich hätte gerne bitte etwas mehr Zeit. Mehr Zeit, um den Gegner zu liefern. Vielen Dank. Keine Ahnung. Angreifen. Gewinnen. Spiele gewinnen. Ich hätte hier zuerst angreifen sollen mit Rulkalos. Egal. Es ist Liefel. Ich habe keine Ahnung, ob es Liefel ist. Es ist mir egal, ob es Liefel ist. Stirb. Stirb, 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 stirb. Stirb etwas schneller. Ich habe nämlich keine Zeit. Es ist nicht Liefel. Okay. Ich glaub, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Es ist wohl Liefel. Es ist Liefel, meine lieben Leute. Aber ich muss beeilen. Fairy Tail Snow for Game. Wo bin ich hier? Ist mir egal. Weg damit. Ich weiß doch auch nicht, was ich gerade tue. Okay, das waren die Karten auf dem Feld anscheinend. Das weiß ich, was hier gerade passiert. Hauptsache, ich kann nicht liefern. So, okay, alles gut. Wunderbar. Ich war gerade überhaupt nicht am Paniken mit 11 Sekunden auf der Uhr. Ja. Ich habe gerade einfach irgendwas ausgewählt, in der Hoffnung, dass ich dachte eigentlich, ich wäre schon im Grave, ja? Und dann waren es eben die Karten auf dem Feld. Egal, wir haben gewonnen. Gegen den lieben Rell. Casual, follow me, returnee, true duelist. Ja, seines Zeichens. Das war gerade auch überhaupt nicht hektisch am Ende. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass das nicht Liefel ist tatsächlich. Dann habe ich irgendwie doch noch das Liefel aufs Feld zaubern können mit Fairy Tail Snow, weil ich geistesgegenwärtig mit irgendwie 15 Sekunden auf der Uhr oder so oder 20 es mir noch eingefallen ist, dass das ein Play ist, den man bringen kann. Anyways, sehr viele Events aktuell übrigens. Keine Ahnung. Ended, coming soon, also eigentlich nur eins, aber die anderen sind auch da. Wir genießen jetzt noch mal kurz die. Ne? Wir genießen es noch einmal hier. Wunderschön. So. Ich wollte euch das nicht vorenthalten, diese wunderschöne Animation. Ich weiß nicht, ich dachte, ich klicke jetzt einfach mal drauf, auf Spaß. Aber gut, ich würde sagen, die heutige Ranked Climb Challenge, mehr als gewonnen. 3 von 4 Duellen haben wir gewonnen. Ich kläre mal kurz meine Mission im Hintergrund. 3 von 4 Duellen in der Tat gewonnen. Das ist doch mal sehr. Was soll das hier? Road to World Proficiency Test. Okay, cool. Alles klar. Ja, 3 von 4 Duellen gewonnen. Eigentlich waren nur 3 Duelle geplant. 4 Duelle sind es geworden. 3 davon gewonnen. Das ist doch mal sehr erfreulich. Das letzte Duell war auch überhaupt nicht super, super knapp. Also zeitlich vor allem. Ich hätte dem Gegner gegönnt, das Duell zu gewinnen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Wisst ihr was? Eine letzte Sache mal ein bisschen, bevor ich das Video beende. Nämlich gucken wir uns kurz die Deckliste von diesem lieben Freund an. Also. Magistry, da. Der liebe Rell, hör mal. Der liebe Rell. Ah, yes. Ah, ja. Ah, ja. Der Klassiker. Drytron, wie man sie kennt. Elemental Hero Neos. Blue Eyes Chaos Max Dragon und sonst nur irgendwelche Drytron-Karten. Und Vanity's Ruler natürlich. Und Rainbow Dragon. Also, ich könnte mich irren, aber ich glaube, normalerweise sieht ein Drytron-Decklist nicht so aus. Vielleicht auch schon. Vielleicht bin ich auch einfach ein Mensch, der in der Vergangenheit lebt und weiß nicht, dass das der coole neue Hippe-Shit ist, den jetzt gerade jeder spielt hier. Ich keine Ahnung. Aber ja, einige sehr interessante, sehr interessante Decks, die wir heute gespielt haben. Das Video ist fast eine Stunde lang geworden, was ungefähr eine halbe Stunde zu lang ist. Oder ungefähr 24 Minuten zu lang ist. Ungefähr 24 Minuten länger, als ich eigentlich heute aufnehmen wollte. Wie auch immer, das wär's von mir fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen, wie ich Spaß habe beim Aufnehmen von diesem sehr interessanten Video. So, dann ist es einfach mal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder. Und hoffentlich habt ihr da genauso viel Glück mit den Decks und mit den Wins und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tschü. Fällt euch!